Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Natur und der schönsten Nebensache der Welt. Hier ist euer Jörg von Fishing King. Und heute bin ich an der wunderschönen Elbe unterwegs. Ja, und ihr seht vielleicht an der Stimmung am Licht, es ist schon relativ spät. Ja, wir sind nämlich jetzt heute Abend erst losgegangen, weil heute soll der Zander mal nicht mit Wobbler, Köderfisch oder Ähnlichem gefangen werden, sondern wir wollen heute mit Wobbler auf Zander fischen. Und jetzt Spätsommer, Frühherbst, bis in den Herbst rein, sogar im frühen Winter, ist diese Fischerei eine wirklich tolle Alternative zum Angeln mit Gummifisch oder mit Köderfischen. Na, da werden nämlich schöne Zander im Nahbereich kurz vor den Füßen gefangen. Spektakuläres Fischen, aber man braucht Stehvermögen bis in die Nacht. Ja, und deshalb heute späterer Start. Na, dafür wollen wir so bis Mitternacht heute draußen bleiben, der liebe Eugen und ich. Ja, wir freuen uns schon auf tolles Angeln und ich werde euch so im Laufe des Abends ja, Tipps zu den richtigen Wobblern, zum Gerät, zu den Angelstellen geben. Und wie immer freue ich mich da maximal drauf, ihr Lieben. Also, los geht's. Habe ich ja schon einen im Kescher gehabt eben hier. Ja, dann wollen wir hier mal anfangen. Ja, das ist eine Buhne, die sich in der Vergangenheit schon gut bewährt hat. Und da war oft schon ordentlich Leben abends. Und das ist halt wichtig, ja, dass ihr vielleicht einfach auch mal mit offenen Augen abends auch mal ohne Angelrute unterwegs seid und schaut, wo spritzt es, wo spritzen die kleinen Fische auseinander, wo knallt auch mal ein größerer Fisch vielleicht an der Oberfläche rein. Wenn es hell ist, sind das oft noch Rapfen. Aber wenn das weitergeht, in der Dunkelheit und in der späten Dämmerung, das sind meistens Zander, Leute. Und wenn ihr so eine Stelle mit dem Auge schon mal ausgemacht habt, wo die kleinen Fische immer wieder ein bisschen Druck bekommen von den Räubern, da lohnt es sich natürlich auch mal, den Wobbler durchzuziehen. Und das ist so ein Spot, da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin. Bei keiner Fischerei ist es so wichtig, Leute, wie beim Abend- und Nachtfischen, dass ihr leise seid. Die Fische kommen ganz nah ran und deshalb ist es wichtig, zum Beispiel den Kescher nicht hinzuschmettern auf die Steine, sondern vorsichtig abzulegen und auch beim Laufen auf den Steinen immer vorsichtig zu sein. Und deshalb oberstes Gebot beim nächtlichen Angeln auf Zander, immer im Hellen schon die Angelstelle inspizieren. Na, dass ihr genau wisst, okay, in dem Bereich kann ich einigermaßen sicher laufen, weil eines ist mal ganz sicher nicht gut. Wenn ihr bei Dunkelheit mit eurer Stirnlampe hier im Nahbereich rumfummelt, um zu sehen, wie ihr laufen könnt. Ja, weil damit verjagt ihr durch dieses Impulslicht, das nur kurz ins Wasser leuchtet, die Fische, die im Nahbereich vielleicht unterwegs sind. Und das wäre doof, ne? Wenn man schon so lange wach bleibt und den Abend am Wasser verbringt. Ja, die Zander sind da und wir verscheuchen sie, nur weil wir mit der Lampe leichtsinnig sind. Also nicht leuchten. Das Auge gewöhnt sich an die Dunkelheit, gerade wenn es wie heute nicht bedeckt ist, sondern noch so ein bisschen Sternenlicht später durchkommen wird. Und da kommt man schon auch klar, ohne ständig zu leuchten. Ja, die Lampe braucht man eigentlich nur, wenn man einen Fisch gefangen hat, den versorgen möchte. Da geht man hinten auf die Buhne oder auf den Sand und macht das dann dort. Ansonsten Licht bitte auslassen. So, ihr Lieben, jetzt bin ich hier am Buhnenkopf angekommen. Also quasi da, wo der Hauptstrom direkt vor mir liegt und die Strömungskante sich stromab wunderschön ausbildet. Ja, das kann man hier erkennen, wo diese Wirbel so langsam in die Buhne reindrehen. Ja, und das ist ein guter Bereich, eigentlich immer, aber auch und vor allem abends und nachts. Ja, und ihr werdet relativ oft, wenn das richtig klatscht, abends sehen, dass das in diesem Bereich stattfindet. Und oft genau da, wo sich die Strömung vorne am Buhnenkopf fortsetzt und vorne stehen bleibt. Also hier in diesem kleinen Dreieck, ja, relativ nah vor den Füßen. Und deshalb ist es wichtig, dass man dort eben auch seinen Köder anbietet. Und genau in diesem Bereich, wo das ruhige Wasser sich direkt am Strom angrenzt, muss natürlich auch unser Köder hin. Und deshalb sind gerade am Abend kurze Würfe in den Strom mit dem Wobbler, der dann gerade so über die Kante bis vor eure Füße läuft. Die beste Wahl. Ja. Noch nie gesehen. Bin ja öfter hier, habe ich noch nie gesehen. Da wir eigentlich immer im Flachwasser und im Nahbereich fischen, könnt ihr euch schon vorstellen, dass wir keine tieflaufenden Wobbler brauchen und schon gar keine, die schnell absinken. Ideal ist so ein Suspender, so heißen die Dinger, wie ich ihn hier gerade dran habe. Suspending heißt schwebend, also langsam im Wasser absinken, den kann man so stehen lassen und ein kleines bisschen anschlagen manchmal.
ne, dass der ein bisschen Leben bekommt. Oder eben schwimmende Wobbler, die man immer wieder gerade über hängerreichem Gestein nach oben ansteigen lassen kann und dann wieder langsam ziehen kann. Aber bitte nicht die Dinger mit den riesen Tauchschaufeln kaufen, die vielleicht auf 5 Meter Tiefe gehen, weil dann wird es teuer, Leute. Die reißt ihr reihenweise ab. Ja, ich habe zum Glück hier ein schönes Sortiment bekommen von unseren Freunden von Stollenberg und bin somit bestens gerüstet, neben meinen Wobblern, die ich schon seit vielen Jahren fisch, ja, für die Nachtfischerei und auch für den heutigen Abend. Ein sehr guter Bereich für die Abendfischerei ist auch dieser Flachwasserbereich gleich innerhalb der Strömungskante. Ja, ich bin jetzt quasi die Buhne ein bisschen weiter wieder reingewandert, Richtung Sandstrand. Und hier, wo die ganzen kleinen Fische sich abends rumtreiben, ist an einem Abend, wo es jetzt nicht so krass auskühlt, immer noch eine Menge Leben drin. Und da könnt ihr euch vorstellen, macht es durchaus Sinn, für die Zander auch mal reinzuziehen. Ja, und da ist ein flachlaufender Wobbler ganz langsam geführt, dass der gerade so langsam beginnt zu flanken. Also bitte auch auf Wobbler setzen, die schnell mit dieser leichten Aktion beginnen. Ist da die beste Wahl. Seht ihr? Ich mache wirklich langsame Bewegungen. Ja, und beim Wobblerfischen ist es gut, wenn man ein bisschen Gefühl hat und seine Rute kennt und in der Rutenspitze auch sieht, wie der Köder arbeitet. Ja, da wird man zum Beispiel auch merken, dass man bei einem Köder, der im Flachwasser vielleicht mal ein Blatt oder ein Grashalm an die Tauchschaufel bekommt, dass dieses Leben dann auf einmal aufhört. Ja, und dann könnt ihr ihn gleich reinholen, dann ist er nicht mehr fängig. Ja, also wenn hier da in diesem Bereich zwischen Aufhängung und Tauchschaufel ein Blatt dazwischen ist, ist so ein feinlaufender Köder häufig blockiert, läuft nicht mehr, das spürt man. Ja, und dieses Gespür zu entwickeln ist toll, weil nachts, wenn das Augenlicht nicht mehr so präsent ist, hört ihr viel mehr, das Gehör wird deutlich stärker ausgeprägt und vor allem spürt ihr viel mehr. Und auf diese Sinne müssen wir dann natürlich auch nachts setzen, wenn es dunkel wird. Und ruhig immer so eine Stunde, 2 Stunden vor Dunkelheit, vor später Dämmerung einfischen, damit ihr ein Gefühl für die Stelle bekommt, mit eurem Gerät zusammenwachst, sicher wisst, wie ihr stehen könnt, ne? Einfach euch sicher am Angelplatz bewegen könnt. Dann habt ihr die besten Voraussetzungen für ein wunderschönes Rendezvous am Abend mit Frau Zander hergestellt. Abba-labba! Heu bin ich erschrocken, Leute. Also das ist nicht der Zielfisch, aber schöner Rapfen, ne, würde ich sagen. Heieiei. Geil. Vor den Füßen, Leute. Aus heiterem Himmel. Deshalb angeln wir doch so gerne, oder Eugen? Alter, wie geil. Und das ist ein schöner Fisch. Na gut, so kann man ja die Zeit wunderschön überbrücken, bis die Zander beißen. Ein wunderbarer Rapfen. Den ich jetzt am liebsten auch gleich im Wasser lösen will, weil in Niedersachsen bei uns in der Elbe die Rapfen in diesem Jahr noch ganzjährig geschont sind. Und da sparen wir ihm auch das Kechern, greifen ihn schnell hier im Flachwasser mit der Hand. Ja, und setzen ihn wieder zurück. Ich freue mich, Leute. Schöner Auftakt. Gut. Herrlich. So, ihr Lieben, jetzt schauen wir einmal in die Gerätekiste rein, weil das richtige Angelgerät ist gerade beim Wobblerfischen wichtig. Na, ihr habt schon gehört, sensible Rute, wo die Spitze auch so arbeitet, dass wir das Spiel des Wobblers verfolgen können, ihn führen können, Bisse erkennen oder vor allem auch, wenn der Wobbler aussetzt, weil Schmutz, irgendwelche Pflanzenteile drin sind. Insofern brauchen wir eine sensible Rute, die idealerweise so 260 bis 280 lang ist, sodass wir auch ein bisschen vor den Steinen längs führen können. Dann brauchen wir eine solide Stationärrolle, mittlere Größe, eine geflochtene Schnur, die jetzt bei dieser Fischerei nicht gelb sein muss, wie zum Beispiel beim Gummifischangeln, weil wir die Bisse direkt in der Rute spüren und sich der Fisch beim Biss auch selbst hakt. Wir brauchen also die Schnur nicht als Bissanzeiger, sondern einfach nur als dehnungsarmes Bindeglied zwischen Rute und Köder. Deshalb eine geflochtene Schnur nehmen. Besser eine 15er, sage ich mal, als eine 10er, weil es kann natürlich immer auch mal ein Wels beißen bei der abendlichen Fischerei. Und da ist es schon gut, wenn man wenigstens noch ein bisschen Reserve hat. Als Vorfach verwenden wir immer als Puffer ein gutes Stück Fluorocarbon.
Ich habe hier ein 35er Fluorocarbon-Vorfach angeknotet. Ja, das so gut 1,50 Meter lang ist. Also einfach, um noch so ein kleines bisschen Dehnungsreserve zu haben. Im Nahbereich bei einem harten Biss, aber auch wenn der Fisch beim Landen nochmal schlägt. Und immer grundsätzlich in dem Moment, wo wir einen Drilling verwenden oder wie beim Wobbler sogar zwei, die sich hier schon hoffnungslos in meiner Schnur vertütteln, auch eine kurze Stahlspitze. Ne, weil es gibt Hechte in der Elbe und auch wenn es dunkel wird und dunkel ist, ist es nicht sicher, dass man keinen Hechtbiss bekommt. Aus dem Grund immer, wenn man mehr als einen Einzelhaken verwendet, aber am besten auch dann ein Stahlvorfach verwenden. Als Wobbler haben wir den Kameraden hier schon ausführlich beschrieben. Ne, ein Suspender, ein Wobbler, der also langsam unter Wasser untergeht, schwebt, also fast im Wasserkörper stehen bleibt, ohne weiter abzusinken, der schön langsam flankt. Sowas ist immer eine gute Wahl für die Fischerei auf Zander. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele, viele Wobbler mehr, wie zum Beispiel welche, die ein bisschen bauchiger sind. Na komm schon her. Na, hier ein bisschen mehr Volumen haben, das ist ein Schwimmwobbler, den man eben auch mit der Geschwindigkeit, mit der man ihn führt, festlegen kann, bei dem man dann festlegen kann, wie tief er laufen soll. Also am besten nur ganz leicht ziehen, dann geht so ein Schwimmwobbler gerade durch den Oberflächenfilm, vielleicht einen halben Meter, einen Meter tief. Und das ist die richtige Tiefe für die abendliche Zanderfischerei. Nadelscharfe Drillinge, ganz wichtig. Idealerweise immer welche mit kleinen Widerhaken oder gerne auch ohne, wenn ihr mutige Anglerinnen und Angler seid, damit man die Fische so wenig wie möglich verletzt. Ja, und bitte immer nur zwei Drillinge. Ne? Also es gibt auch Wobbler, die mit drei Drillingen ausgestattet sind. Da würde ich euch immer empfehlen, den hinteren Drilling abzumachen bzw. einfach die Spitzen abzuknipsen. Ja, weil das Gewicht ist oft wichtig für die Balance des Wobblers, aber drei Drillinge sind in meinen Augen zu viel. Die Verletzungsgefahr für die Fische wird zu groß. Hier haben wir auch einen Wobbler, der schwimmt, ne, bisschen Volumen hat. Das ist nachts wichtig, weil die Fische spüren oft nur den Druck, den der Köder im Wasser erzeugt. Und wenn ihr da einen habt, der ein bisschen Volumen hat, der so ein bisschen dicker ist wie eine dicke Zigarre, passiert da natürlich mehr, als wenn er sehr schlank ist. Aus dem Grund gerne auch mit solchen Wobblern fischen. Schwimmwobbler, die gerade so durch die Wasseroberfläche tauchen. Ja, und gerne auch mal mit solchen Geschichten. Suspender, die ein bisschen mehr Volumen haben, die ein bisschen dicker sind. Ja, auch die kann man gut mal fischen. Ja, das ist jetzt also so ein Twitchbait, der keine Tauchschaufel hat, den man unter Wasser so ein bisschen in den Wasserfilm einsinken lassen kann, dann immer wieder so ein bisschen schlagen kann. Gerade wenn auf die herkömmlichen Varianten nichts geht, ist sowas durchaus mal ein Versuch wert. Und manchmal stehen sie nicht auf groß, sondern auf klein. Deshalb ist es auch immer ganz gut, wenn ihr noch einen kleineren Wobbler in der Box habt. Auch wieder eine kleine Tauchschaufel, Schwimmwobbler, der nur ganz, ganz flach läuft und schön langsam flankt und ausladend läuft. Tja, das ist die richtige Materialkombination, ihr Lieben. Und natürlich immer ja, schön in Holzkisten verpackt. Vielleicht wisst ihr auch schon, dass wir Einsteigersets für euch zur Verfügung haben. Das sind hervorragende Sets, um auch mit der Wobblerfischerei zu starten. Vor allem bekommt ihr in dem Zander-Set schon eine gute Mischung an Gummifischen angeboten, die ihr abends auch fischen könnt. Ja, ihr habt eine schöne, solide, geflochtene Schnur auf einer mittelgroßen Stationärrolle. Ja, und vor allem habt ihr ein sehr hochpreisiges, hochwertiges Set zu einem richtig guten Preis. Ja, also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr nehmen sollt, das Zander-Set ist für Einsteiger und Einsteigerinnen optimal, um auch mit dem Wobbler mal so die ersten Versuche am Gewässer zu machen. Das ist schon der absolute Wahnsinn, wie diese modernen Köder, diese modernen Wobbler laufen. Wirklich wie ein kranker Fisch. Ne? Der bricht so zur Seite aus, wenn man ihn langsam führt. Das ist schon teilweise die perfekte Imitation der Natur, die unsere Angelgeräteindustrie da gelungen ist. Ne? Und ja, da ist es manchmal sogar nachvollziehbar, warum da 25, 30 Euro auf den Preisschildern stehen. Ist halt besonders bitter, wenn man die Teile abreißt. Ne? Das ist aber auch das Geile an einem Schwimmwobbler, dass der einfach ja, so gut wie nie hängen bleibt. Ne? Und man ihn eigentlich immer über der Gefahrenzone fischen kann. Ja, und man deshalb vielleicht auch mal 2-3 Wochen sparen kann auf so einen Köder. Ne? So Leute, eigentlich habe ich mich ja schon festgelegt auf eine Buhne.
Ja, wir werden heute Abend in die Dunkelheit da vorne fischen. Aber dieser Buhne will ich unbedingt noch mal einen Besuch abstatten, bevor die aktive Zeit des Bibers beginnt. Weil ich weiß, dass da drüben ein Biber wohnt und sobald die Dämmerung fortgeschritten ist, kommt er hier raus. Und da möchte ich ihn nicht stören hier an seinem Platz. Aber jetzt, solange noch ein bisschen Licht ist, mache ich hier mal ein paar Würfe, weil da habe ich auch schon manchen guten Fisch gekriegt. Immer leise sein, leise an die Wasserlinie ran, bisschen Abstand halten und gerne auch mal vom Ufer aus schon die Buhne befischen. Ne, vom Ufer aus mal so einen Wurf längs der Buhne machen. Auch wenn es da ganz flach ist, da können jetzt am Abend schon echt gute Fische unterwegs sein. Und später, wenn es dunkel wird, halt auch die Zander. Tja, und man sieht, dass hier der Biber wohnt. Ne, hier hat er nämlich seine ganzen angeknabberten Äste liegen. Pralle Natur hier bei uns in der Elbtalaue. Selbst wenn nichts beißt, immer schön. Immer ein tolles Erlebnis hier. Ja. Der ist sofort gesprungen nach dem Biss gerade. Also ich vermute, dass es wieder ein Rapfen ist. Aber wie ein Lachs kam der gerade raus. Wahnsinn. Ja, weiter Wurf, Strömungskante. Das wird wohl wieder ein Rapfen sein. Schön. Wahnsinn, das habe ich so selten erlebt. Na, ist ein schöner Rapfen. Da werde ich auch auf jeden Fall den Kescher nehmen zur Landung. Da machen wir keine Experimente. Das war herrlich mit dem Sprung gerade. Das hat man noch nicht alle Tage. Ja, die Elbe ist heute gnädig zu uns, Eugen. Vielleicht klappt das sogar mit dem Zielfisch, wenn es dunkler wird. Schöner Rapfen, hängt ganz knapp. Können wir jetzt gleich vom Haken lösen und noch im Wasser zurücksetzen. So, ihr Lieben, da ist er. Schöner Rapfen. Hat uns Freude gemacht. Und spritzen und so war richtig schön nass hier zum Dank. Angeln ist geil, Leute. Geil. So, Freunde, der nördlichen Südsee. Jetzt geht das erst richtig los. Na, das war ja schon wirklich richtig schön mit den Rapfen. Hat total Spaß gemacht, aber die heiße Zanderphase beginnt jetzt. Und es darf gerne noch eine Stunde weiter fortschreiten, der Abend, und dunkler werden. Weil dann kommen die Burschen ran, fühlen sich sicher und ahnen nicht, was der Eugen und ich hier im Schilde führen. Wichtig, der Platz ist organisiert. Na, jetzt, bevor es dunkel wird, weiß ich, wo alles liegt, habe die Sachen alle schön verstaut. Na, der Rucksack liegt oben auf dem Buhnenrücken, der Kescher liegt neben mir. Und dann kann die wilde Fahrt beginnen. Ja, wer die Nacht liebt, ist mit der Fischerei genau richtig. Die Nacht, die Einsamkeit, der Lonesome Wolf. Soll ich mal ins Wasser leuchten? Oh! Ist klar. Wenn du ins Wasser leuchtest, Eugen, dann verfüttere ich dich an die Elbwalle. Also mach keinen Quatsch. Noch mal ein bisschen mehr Licht. Oh. So? Das ist hell. Oder so? Das ist halt scheiß hell, ich sehe nichts mehr. Oh! Mach mal aus, bis später. Bitte, ja. So, ganz kurz, und du spürst ja doch alles, ne, mit der geflochtenen Schnur. Es ist jetzt, seit die Wolken aufgezogen sind, natürlich grottendunkel. Ne? Also wir hatten so schön Abendstimmung mit Licht und dann kam da so eine Wolkenfront drüber. Was natürlich einerseits cool ist, dadurch ist es nämlich jetzt noch schön warm, aber so ein bisschen Restlicht ist für die Wobblerfischerei am Abend schon ganz okay, ne? Der Fisch sieht ja, wenn er von unten den Köder anpeilt, den Wobbler, quasi nur die Kontur des Köders. Und das in Verbindung mit dem Druck, denn er spürt, das macht diese Fischerei effektiv. Und wenn es so zuzieht, dass du deine Hand vor Augen nicht mehr siehst, wird es schwieriger. Aber ich bin on fire, Leute, hier. Ne? Und bis Mitternacht wird hier Minimum gepeitscht. Siehst du an dem langen Schwanz? Das ist ein Nutria, ne? Ja. Langer, dünner Schwanz. Auch kleiner als ein Biber. Der ist 2 Meter von uns weg, Eugen. Ja, aber er reagiert nicht ängstlich, sondern neugierig, ne? Eine Wasserratte ist das. Ja, naja, Wasserratte ist ein
bisschen die unschöne Bezeichnung dafür. Ein Nutria ist eigentlich keine Ratte. Eugen. Wird gerne als Ratte bezeichnet wegen des langen, dünnen Schwanzes. Na? Ist vielleicht eine Gemeinsamkeit, Eugen, die ihr beide so habt. Hast du das schon mal so erlebt, Nelson? Also wenn ich ehrlich bin, so nah, ich meine, wir stehen ja jetzt wirklich direkt daneben, ne? Das hast du auch nicht alle Tage. Nee. Toll. Eugen, der ist jetzt direkt auf dem Weg zu dir. Ich habe mal, gehört, die können beißen, du. Also. Ja, das ist ja echt egal, ne? Mal gehört. Also ich würde jetzt keine hektische Bewegung machen. Nee. Das ist ja echt ein hübsches Tier, aber null Scheu, ne? Ja, also. Wann hast du denn sowas mal auf dem Video drauf gehabt? Ja, so nah hast du sie natürlich normalerweise nicht. Das ist schon richtig klasse. Und der frisst ja auch völlig unbeeindruckt. Der hat extrem Hunger, glaube ich. Dem ist das scheißegal. Der hat sich gedacht, so scheiß drauf, die bleiben mir wahrscheinlich länger hier. Ich komme jetzt raus. Nö. Nee. Also zwischen dir und dem Tier liegen jetzt original... 1 Meter. Ja, 1,50 Meter, ne, würde ich sagen. Mehr ist das nicht. Erstaunlich. Ach, ihr Lieben, wenn ich morgen wieder die Pflicht rufen würde, ich würde ja jetzt mit dem Eugen hier die ganze Nacht verbringen. Na, wir haben jetzt etwa Mitternacht. Und ja, es ist einer dieser bezaubernden Abende, wo ihr Tiere hört, wo ihr Vögel hört, wo ab und zu mal ein Fisch raubt, das aber leider... nicht in dem Maße, wie er hofft. Ne? Und weil so wir haben Nutria vorbeikommt. Ja, genau. Ja, wir haben halt die Wolken gehabt, ne? Die wiederum gut waren für Nutrias scheinbar. Die aber jetzt den Zandern so ein bisschen die Beißerei, die Fresserei erschwert haben, ne? Heute Abend. Ja, und trotzdem fühlt es sich gut an. Wir haben 2 wunderschöne Drills erlebt, Eugen. Ne? Die beiden Rapfen gefangen. Ja, und einfach diese Magie der Elbe bei Nacht erlebt. Und dafür lohnt es sich alle mal rauszugehen. Ja, ruhig auch mal an eurem Hausgewässer, ne? Ob es der Rhein, die Mosel, der Neckar, die Weser, die Elbe, die Oder, die Donau, die Altmühl, Nabregen, Inn oder sonst was ist. Es gibt genug schöne Flüsse in Deutschland. Da funktioniert nämlich die Wobblerfischerei am Abend und auf die Nacht. Noch ein bisschen besser, wenn das Wasser noch klarer wird in den Flüssen, ne? Die Algenblüte noch ein bisschen weiter nachlässt. Aber da lohnt sich jetzt durchaus mal ein Versuch. Und ja, ich wünsche euch auch, dass ihr die Magie der Nacht an eurem Gewässer erlebt. Habt eine gute Zeit, ihr Lieben. Und ja, danke für euer Feedback. Ne? Gegebenenfalls schreibt uns gerne, wie euch das Video gefallen hat, in die Kommentare. Ja, und wie immer, danke für eure Zeit, dass ihr uns mit diesem Video gefolgt seid. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Jörg von Fishing King. Gute Nacht!